Bevor die ganzen Handy hier hochzucken, vielleicht eine Frage zum Einschwingen und eine Bitte an alle Fragesteller, dann sich kurz vorzustellen, dass wir auch eine Vorstellung haben, wer die Frage stellt. Vielen Dank. Vielleicht eine Frage an Sie, Herr Professor Barth, auch wenn wir jetzt die erste Session uns nochmal vergegenwärtigen. Gibt es denn ein paar Hidden Champions, die Mut machen in Deutschland, dass wir auch schon irgendwo Weltmarktführer haben oder Technologieansätze haben, die vielleicht dann als so ein Clusterzentrum für industriepolitische Förderung auch sich qualifizieren würden? Fällt Ihnen da sofort was ein oder sind das die üblichen Verdächtigen um München und Ich komme nicht von der Frage bei der Fördernotwendigkeit, wer ist denn zukünftig erfolgreich und sollte deshalb gefördert werden, sondern bin erstmal bei der Frage, wer muss denn faktisch im öffentlichen Auftrag, weil die Öffentlichkeit, die Gesellschaft insgesamt das will, einen Kostenblock mittragen, ne? Also im einfachsten Fall investieren in einer Art und Weise, die deutlich teurer ist, als sie sonst investieren hätte, um diesen Zusatznutzen CO2-Freiheit zu haben und kann den international nicht durchsetzen. Das müssen nicht dieselben sein, die aus welchem Grund auch immer besondere Marktchancen, zusätzliche Marktchancen nach vorne mit haben. Und natürlich haben wir ein breites Spektrum von Anbietern, die profitieren, ja, und die international natürlich auch hervorragend aufgestellt sind, selbst unter den aktuellen Bedingungen. Also Beispiel, die Elektroindustrie hat im letzten Jahr ziemlich gut performt, ja. Ich habe ge gezeigt, wie die Energieintensiven runtergegangen sind. Die Elektroindustrie ist gut nach oben gegangen, weil die natürlich gerade der Enabler dieser Transformation sind, die Technologien bereitstellt und herstellt, die genau das tun und die auch dann das Potenzial haben und das schon nutzen, das auch international zu tun, so dann die entsprechenden Dekarbonisierungstechniken nachgefragt wird. Okay, vielen Dank. Eine Frage noch an Frau Professor Grimm. Wir hatten ja heute in der ersten Session auch schon was über die Portfoliologik gehört. Sie sind auch auf ganz viele Portfolioaspekte schon eingegangen, dass man diversifizieren soll, wo man den Wasserstoff zum Beispiel bezieht. Gibt es vielleicht noch irgendeine Technologie, die wir jetzt vergessen? Und wetten wir mit dem Wasserstoff nur auf ein Pferd und nicht auf das ganze Rennen? Ja, ich glaube, hier ging es erstmal um die energetische Basis der Produktion und nicht um die Frage, welche Technologien sind jetzt bei uns erfolgsversprechend, sondern um die Frage, wie stellen wir eigentlich die Energieversorgung für unsere Industrie, die ja ganz unterschiedliche Produkte am Ende herstellen. Das betrifft Chemieindustrie, das betrifft über den Stahl am Ende Maschinenbau, die Automobilindustrie. Das geht ja in alle möglichen Wertschöpfungsketten rein. Und das war jetzt eher die Frage der Versorgung mit den Grundstoffen und dem Ersatz sozusagen von Gas, Öl, Kohle in unserem Energiesystem. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage und die ist erstmal auch unabhängig so ein bisschen davon, welche innovativen Wertschöpfungsbereiche man dann noch abstellen sollte. Und ich glaube, es hat aber auch klar gemacht, jetzt im Zusammenspiel, wie schwierig das ist. Natürlich ist es einerseits so, dass man sagen kann, einige haben jetzt einen Nachteil und den muss man ausgleichen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass man Verschiebungen, Strukturwandel haben wird, wo eben sich Teile von Wertschöpfungsketten verlagern und man vielleicht nicht ausgleichen muss, sondern diese Substitution fördern oder unterstützen muss. Und das ist, glaube ich, auch das Herausfordernde jetzt, die richtigen Instrumente sich zu überlegen, die dann dazu führen, dass man tatsächlich am Ende das gewünschte Ziel auch erreicht, nämlich einen großen Teil an sehr komplexen Wertschöpfungsketten, die auch mit vielen verschiedenen Bereichen der Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe verbunden sind, die tatsächlich im Land aufrechtzuerhalten. Da gibt es ja viele Kuppelprodukte, gibt es viele Jobs, Forschung und Entwicklung. Und das ist die große Herausforderung, glaube ich. Okay, vielen Dank. Gibt es schon erste Meldungen aus dem Publikum? Eins sehe ich hier ganz vorne, das kann ich auch machen. Ja, hallo, vielen Dank erstmal für die interessanten Einblicke. Jörg Herrmann, mein Name vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
Meine Frage wäre jetzt so ein bisschen Schritt zurücktreten. Wir haben jetzt sehr viel geredet über, was Europa tun kann und soll. Dann haben wir aber von Herrn Barth gerade diese recht erschütternde Grafik gesehen zu den CO2-Bepreisungen weltweit. Da denkt man sich dann als Europa ja schon so ein bisschen, okay, was treiben wir hier eigentlich? Also so ein bisschen die Frage, was sehen Sie an internationalen Tendenzen, dass wir wirklich zum Vorreiter werden könnten? Und das auch, das hatten Sie ja gerade auch angesprochen, wie kann man also auch das Modell sein für andere Regionen? Ist das überhaupt realistisch? Ich bin sehr viel im asiatischen Raum, da hat, glaube ich, gefühlt jede Stadt mehr Garküchen, die CO2 verursachen als hier Großindustrie. Also wie kriegen wir es dahin, irgendwie weltweit zu irgendwas zu kommen und nicht nur hier unsere europäisch grüne Insel zu schaffen, überspitzt gesagt. Ich fange mal an, vielleicht. Also ich wollte nicht das Bild zeichnen, dass der Rest der Welt nichts tut. Zum Teil mit sehr unterschiedlichen Instrumenten, zum Teil, weil Dinge sich inzwischen einfach rechnen. Also wir sehen erneuerbare Energieanlagen, die international aufgestellt werden, weil sie die günstigste Alternative dann mit sind. Ja, das ist vielleicht zu Teilen auch, können sich die deutschen Verbraucher auch mit auf die ans Revier heften, weil die Lernkurve durchaus ein Stück weit durch das Erneuerbare Energiengesetz mitfinanziert wurde und das dann tatsächlich hilft, um diese Technologie, wo immer sie produziert wird, das ist dann nochmal eine andere Diskussion, aber auch international mit anzusetzen. So, die Amerikaner haben versucht, oder die Demokraten zumindest, über CO2-Bepreisung auch mit zu diskutieren. Aber das ist da politisch, glaube ich, so hoffnungslos, dass man dann über den Inflation Reduction Act im Prinzip bei einer großen, auf der Förderseite ganz wesentlich mit gelandet ist. China baut auch Erneuerbare, die bauen aber alles, was sie sozusagen im Augenblick kriegen können, nach wie vor, um Energie mitzukriegen. Aber auch da gibt es, gekauft im Sinne von, ich kaufe, dass das stimmt. Ja. Annahmen, Versprechen, dass man bis 2030 den Peak der Emissionen hinter sich gebracht hat. Die sind da auch ein bisschen anspruchsvoller noch mitgeworden, weil sie natürlich auch Jahre verloren haben und deshalb der Anstieg nicht so schnell war und der Rückgang dann irgendwann früher anfangen kann. Also es gibt da, ein paar Bekenntnisse, natürlich auch wieder von der aktuellen COP. Die internationalen Klimaverhandlungen sind gleichwohl eine Enttäuschung, weil wir haben seit die Klimarahmenkonvention ist von 1992. Ja, und seitdem wird eigentlich probiert, irgendwie ein einheitliches System mit auf die Beine zu stellen. Und inzwischen wird sehr viel über Entwicklungsthemen da gesprochen, aber nach meinem Gefühl zu wenig über einheitliche Anspruchsniveaus. Was mir ein bisschen Hoffnung nochmal gibt, ist der Klimaclub, den es jetzt gibt. Der ist zwar nicht auf einen Sektor bezogen oder auf einzelne Sektoren bezogen, aber nimmt zumindest die Industrieperspektive in den Blick und diskutiert auch, wie man denn hier gemeinsam schneller Fortschritt machen kann. Zumindest die Nordamerikaner und Europäer und ein paar andere sind mit dabei. China ist nicht mit dabei, Indien ist nicht mit dabei. Also die großen heutigen oder zukünftigen Emittenten fehlen da. Ja, vielleicht auch ganz kurz noch eine Anmerkung dazu. Es ist ja so, dass die Regionen, wo viele Emissionen verursacht werden, also vor allem in China, hat ja die Grundlage für den Emissionshandel sogar in Kooperation mit europäischen Wissenschaftlern gelegt. Also das ist ja durchaus schon angelegt, ist noch nicht wirksam. Ja, aber da passiert was und man ist natürlich auch sensibilisiert. In den USA gibt es jetzt Inflation Reduction Act über Förderung. Wenn das verfängt, werden die das Gleiche erleben, was wir erlebt haben, dass es nämlich zu teuer wird. Das wird man nicht finanzieren können. Und wenn man auf Dauer genau das erreichen will, was viele Prognosen sagen und was auch die USA anstreben, nämlich in so einer klimafreundlichen Wirtschaft auch autark zu sein, dann wird man auf Bepreisung setzen müssen am Ende des Tages. Also und jetzt kann man natürlich total fatalistisch sein und sagen, weltweit bewegt sich zu wenig, also lassen wir auch die Sau raus. Aber
Aber typischerweise treibt den Menschen ja schon die Vision ein, die Probleme der Menschheit am Ende lösen zu können. Ne? Und die Welt ist dann nicht schwarz-weiß. Je weiter man dahin kommt, dass man Emissionen nicht total eskalieren lässt und vielleicht sogar auf Dauer reduziert, desto besser letztlich für die Menschheit und desto weniger Folgeprobleme werden wir auch haben. Und das sehen natürlich auch alle Staaten weltweit. Also ich würde da nicht ganz so fatalistisch dran gehen. Natürlich ist das ein Kampf mit der Zeit. Man muss eben aufpassen, da sind wir nicht besonders gut, auch in Deutschland nicht besonders gut, tatsächlich wirksame Methoden zu nutzen, die tatsächlich auch diesen Nachahmereffekt provozieren. Das müssen wir durchaus besser machen, es so zu machen, dass man denkt, ah, guck mal, die haben es drauf, da gucken wir mal hin und machen das auch. Frau Grimm versprüht also gute Laune, das ist gut, denn es gibt ja durchaus auch naturwissenschaftliche Stimmen, die sagen, okay, eine CO2-Bepreisung von 300 Euro oder Dollar wäre eigentlich pro Tonne, wäre ein Preis, der viel, viel mehr angezeigt wäre, gegeben der Lage, was natürlich viel schwieriger Anpassungsreaktionen hervorrufen würde, als man jetzt hat, wo man vielleicht diskutiert, ob die Erträge aus dem höheren CO2-Preis nicht vielleicht wieder umverteilt werden sollte. Ja, wobei ich diese Diskussion echt problematisch finde, weil wir haben ja mit dem Emissionshandel ein Instrument, das da durch die Begrenzung der Emissionen eben auch klar macht, wenn wir uns nicht bemühen, durch Innovationen gute Ideen zu haben, den Preis nicht zu stark steigen zu lassen, dann steigt er eben. Ne? Und ich glaube, das motiviert, wenn man das verlässlich tun würde, das motiviert schon die Menschen so, dass der am Ende dann doch nicht auf 300 steigt. An die Wand zu malen, der müsste jetzt 300 sein, macht den Leuten ja auch Angst auf eine Art. Also wichtig ist, glaube ich, schon, den Erfindergeist hochzuhalten und eben gerade auch Forschung und Entwicklung voranzubringen und auch zu erlauben, dass die Menschheit Ideen hat, auf die man vielleicht bisher noch nicht gekommen ist. Genau. Unverbesserlich optimistisch, sehr gut. Wir haben, genau. Jetzt geht's. Jörg Adolf von der Shell. Ich habe in meinem Studium Volkswirtschaft begeistert über Emissionshandel und CO2-Bepreisung gelehrt und durfte in unserer Firma so ungefähr, deswegen gucke ich sie jetzt an vom BDI, durfte bei meiner Firma vor 20 Jahren ein Papier machen, Emissionshandel ist super. Da war der BDI damals noch mit der Selbstverpflichtung unterwegs. Ja. Ja, 20 Jahre. So, ich war immer dafür, ne? CO2-Bepreisung. Ich sehe das jetzt aber zunehmend kritisch, weil ich fürchte, dass die Politik hält es einfach nicht durch. Ja, 300 Euro, was Sie gerade gesagt haben, Frau Grimm, das macht den Leuten natürlich viel Angst. Es gibt auch Studien oder ich habe mal ein Buch darüber gelesen, CO2-Bepreisung führt nicht zu den richtigen Innovationen oder reizt die falschen an. Deswegen noch mal eine Frage ans Plenum. Welche Rolle soll CO2-Bepreisung im Instrumentenmix überhaupt noch einnehmen? Das treibt mich ziemlich um. Wenn ich es jetzt mal vielleicht noch als Tipp aus Unternehmenssicht sehe, die heutigen CO2-Preise würden für uns, für viele Investitionen einfach nicht ausreichen. Deswegen würden wir sagen, wir brauchen eigentlich alle Instrumente, seien es Quoten, Preise, weil einfach sonst müsste der CO2-Preis sehr hoch sein. Deswegen nochmal die Frage, welche Rolle im Mix sollen die Preise präziale Instrumente einnehmen? Ja, also ich würde denken, schon eine ganz zentrale, aber nicht die einzige. Letztlich ist es so, dass wir natürlich, wenn man einen verlässlichen Emissionshandel hat, dass dann schon auch klar ist, dass die Reduktionsziele durchgesetzt werden. Ja, dann sagen Sie berechtigterweise, dann könnten die Preise aber auf Niveaus steigen, die Leute vielleicht nicht mitmachen. Aber da haben wir durchaus ja die Möglichkeit, das abzuwenden durch komplementäre Instrumente, zu verhindern, dass die Preise auf dieses Niveau steigen. Zum Beispiel, ich hatte ja gerade gesagt, ich wäre schon relativ offen für die Wasserstoffbeschaffung, was ja ein langfristiges strategisches Interesse auch ist, sozusagen die Versorgung mit klimaneutralen
stofflichen Energieträgern sicherzustellen und was eben durch den CO2-Preis auszulösen, das wäre Wahnsinn. Da würde ich Ihnen recht geben, das passiert nicht, weil man eben nicht schnell genug, also das, die Laufzeiten oder der Vorlauf, den man braucht und das Zusammenspiel von Infrastrukturausbau, Aufbau von Angebot und Nachfrage, es funktioniert wahrscheinlich nicht allein durch den CO2-Preis und da könnte man schon staatliches Geld in die Hand nehmen, um Differenzkosten zu fördern, aber auch da würde der CO2-Preis natürlich helfen, diese notwendigen Fördermittel möglichst gering zu halten, weil natürlich ein zunehmend steigender CO2-Preis auch dazu führt, dass die Zahlungsbereitschaften für die klimafreundlichen Energieträger am Ende steigen. Ja, weil einfach die Alternative, die fossile Alternative auch teurer wird. Insofern spielt auch da der CO2-Preis mit einer möglichen Förderung von Differenzkosten für die Importe von stofflichen Energieträgern zusammen. CO2-Preise lösen auch den Ausbau von Infrastrukturen nicht aus. Also da gibt es schon so einiges, was man komplementär machen sollte. Aber ich glaube, eine Voraussetzung dafür, dass die Anreize zusammen insgesamt in die richtige Richtung gehen, ist schon, dass eine verlässliche CO2-Bepreisung da ist, weil dann habe ich eine Orientierung, wo es denn hingeht. Und dann weiß ich auch als Unternehmen, auf welche Geschäftsmodelle lohnt es sich denn zu setzen. Und das weiß man einfach bei diskretionärer Förderung oft nicht, weil man eben immer nicht weiß, gerade als mittelständisches Unternehmen, falle ich jetzt mit meiner Idee unten durch bei den Förderprogrammen oder verfängt das, was ich mache? Das ist für den gesamten Mittelstand einfach sehr, sehr schwierig, wenn sehr stark spezifisch und in Abhängigkeit von politischen Entscheidungen und Prozessen, die sich auch alle 4 Jahre wieder ändern können, gefördert wird. Noch 2 Ergänzungen. Der CO2-Preis im Augenblick funktioniert ja so, dass, also im Emissionshandel, dass die marginalen Kosten da sind, also das marginale Preissignal da ist und insofern die Abwägung gegen Preis gegen bestimmte CO2-Minderungstechnik stattfinden kann, ohne dass die volle Kostenbelastung mit da ist. Also Stichwort kostenlose Zuteilung von Zertifikaten in hohem Umfang. Das wird sich ja grundlegend ändern mit CBAM. Ja, und das sind nochmal Milliardenbelastungen für einzelne Branchen, die damit obendrauf kommen und die dann es nochmal schwerer machen, damit zu wirtschaften, wenn der Preis noch mal weiter steigen sollte oder nach oben ausschlagen sollte. Zweitens, Märkte funktionieren, wenn sie liquide sind. Auch der CO2-Markt funktioniert, wenn er liquide ist. Und das ist tatsächlich eine Frage, die man sich mal stellen muss. Was passiert denn eigentlich, wenn wir Richtung Null-Emissionen mitgehen? Oder wenn wir nur noch so ein paar dann auch festgelegte Emissionsquellen haben, wo anerkannt ist, dass die nicht auf Null gesenkt werden können und dann ausgeglichen werden müssen gegen negative Emissionen an anderer Stelle. Ob das dann noch genug Liquidität ist, um dann ein verlässliches Preissignal irgendwie zu schaffen, weiß ich nicht. Es sei denn, es gelingt tatsächlich, den CO2-Markt international zu verknüpfen. Ja, Artikel 6 Pariser Klimaabkommen, also ein Nachfolger für die damaligen flexiblen Instrumente aus dem Kyoto-Abkommen, was tatsächlich dann diese Liquidität in den Markt bringen würde, beziehungsweise günstigere Vermeidungspotenziale auch mit erschließen würde. Aber auch darüber, also es soll jetzt auf der nächsten COP drüber gesprochen werden, das ist dann 10 Jahre nach Paris, wie denn dieser Artikel, in dem steht, wir wollen so ein Instrument schaffen, wie das denn dann ausgeführt wird oder ausgefüllt werden kann. Markus Kerber, TU Berlin. Frau Grimm, Sie hatten die Freundlichkeit, in einer etwas vielleicht saloppen Formulierung zu sagen, für die Transformation der Wirtschaft möge die EU eine Menge Schulden aufnehmen. Ich würde Sie bitten, das etwas zu qualifizieren, ökonomisch zumindest zu qualifizieren. Und obschon ich weiß, dass juristische Argumente bei Makroökonomen gar nichts gelten oder wenig gelten, Sie auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in NGEU hinweisen, wo die Aufnahme von Schulden doch an sehr, sehr restriktive Bedingungen geknüpft worden ist, ausnahmsweise absehbar mit einem klaren Rückzahlungsplan. Sind Sie sich als Vertreterin einer imperialen Disziplin eigentlich darüber im Klaren, was für eine Büchse der Pandora Sie dort öffnen?
wenn Sie so lax formulieren, man solle doch auf EU-Ebene zur Akzelerierung dieses seligmachenden Transformationsprozesses Schulden aufnehmen. Die zweite Frage, wenn ich das noch anfügen darf, kommt aus dem Herzen eines Kartellrechtlers, weil Sie ja doch hingewiesen haben und alle zugestanden haben, dass das Phänomen des Carbon Leakage zu Wettbewerbsverfälschungen führt. Wettbewerbsverfälschungen, die die Initiatoren dieser Transformationspolitik nicht im Griff haben und die sie nicht bemeistern können, nicht mit Anreizen und nicht mit gutem Zureden. Und ich darf darauf hinweisen, wir hatten das Problem ja schon beim Emission Trading System, dass die grüne Transformation ja keine Pflichtaufgabe der EU ist, sondern eine Ermächtigung, die sich stützt auf eine allgemeine Ermächtigung zu einer ökologischen Politik. Also der Effekt, den diese Politik hat, scheint mir bisher noch unzureichend quantifiziert worden zu sein, obwohl Ökonomen das immer sehr gerne machen. Und dies umso mehr, obwohl die Union doch sich immer verstanden hat als ein Modell, um ein System unverfälschten Wettbewerbs zu kreieren zwischen den Mitgliedsländern, aber auch weltweit. Und nunmehr diese messianistische Politik, die naturwissenschaftlich viele Diskussionen auslöst, eins mit Sicherheit provozieren wird: massive Wettbewerbsverfälschungen zulasten der europäischen Industrie und ein Lächeln in Indien und in China bei den dortigen Machthabern. Das war's. Ja, herzlichen Dank. Vor allen Dingen herzlichen Dank, dass Sie mir nochmal die Gelegenheit geben, meinen Vorschlag so ein bisschen zu qualifizieren. Das war schon Absicht, dass ich das so ein bisschen salopp gesagt habe, weil ich gehöre ja, wissen wahrscheinlich auch einige im Raum, zu den härteren Verfechtern der Schuldenbremse. Insofern dachte ich, dass das wahrscheinlich nicht auslöst, dass man glaubt, ich hätte meine Meinung komplett geändert. Zunächst mal zur Frage Klimaneutralität der Europäischen Union, Green Deal. Also ich glaube, das sind politische Entscheidungen, das sind Präferenzen der Wählerinnen und Wähler, die am Ende auch in politischen Entscheidungen oder auch der Entscheidung, das Ganze durch Abwahl der entsprechenden Akteure zu revidieren, auslösen. Ich glaube, das muss man hinnehmen. Also wenn man jetzt mal hinnimmt, dass man sich auf diese Ziele verpflichtet hat, sowohl in der EU als auch in internationalen Verhandlungen, dann wäre sozusagen meine Überlegung, was machen wir denn, um gegeben diese Restriktionen, die wir uns nun mal politisch auferlegt haben, am Ende noch wettbewerbsfähig dazustehen und als Industrienation dazustehen und auch diese Ziele der Resilienz, Unabhängigkeit, strategischen Autonomie, die man anstrebt, in der Europäischen Union zu erreichen. Und vor dem Hintergrund ist es einfach essentiell, dass wir die Versorgung mit Energie sicherstellen, sowohl Elektrifizierung in der Europäischen Union. Und das umfasst auch eine pragmatische Herangehensweise in den verschiedenen Mitgliedstaaten bezüglich der verschiedenen Transformationspfade. Also das, die deutsche Attitüde gegenüber den Staaten, die auf die Atomenergie setzen, sehe ich mit großer Sorge vor dem Hintergrund, weil wir uns einfach dadurch in unserer gemeinsamen Entwicklung hin zu tragbaren Strompreisen blockieren. Je mehr Steine wir uns gegenseitig in den Weg werfen. Also man sollte sowohl auf französischer Seite die Transformation über den Zubau von Gaskraftwerken nicht torpedieren, als auch von deutscher Seite den Zubau von Atomkraftwerken nicht torpedieren, wie das ja aktuell geschieht. Das ist hochproblematisch. Und ein Teil dieser Kooperation auf dem Weg zu einer grünen Energieversorgung, die aber immer noch eine industrielle Produktion ermöglicht. Ein Teil dieser Transformation ist die Beschaffung von Wasserstoff. Und ich sehe einfach nicht, wie wir diese Hürde meistern, wenn wir uns hier nicht signifikant bewegen. Und das, und da man als Ökonom ja immer in Szenarien denkt, kann man sich jetzt überlegen, lohnt sich sozusagen eine schuldenfinanzierte Investition in dem Bereich? Ja? Und dann muss man ja kontrafaktisch überlegen, was würde eigentlich passieren, wenn wir das nicht machen? Wenn wir jetzt sagen, wir importieren eben den Wasserstoff, nicht in diesen Mengen
und nehmen hin, dass unsere industrielle Produktion in sehr großem Umfang zu anderen Orts abwandert, mit allen Problemen, die damit einhergehen, dem Monitoring und so weiter, wenn wir dann das Carbon Leakage, mit dem Carbon Leakage umgehen müssen und die ganzen politischen Diskussionen. Ich glaube, dass es in dieser Situation sinnvoll wäre, über eine gemeinsame europäische Initiative nachzudenken, um eben diese Importe in relativ großem Umfang auszulösen, die sehr stark in deutschem Interesse sind, aber auch sehr stark im Interesse anderer europäischer Staaten, weil jede Produktion von Wasserstoff in sehr großem Umfang, auch Produktion von Wasserstoff mit französischer Atomkraft, steigert einfach den europäischen Strompreis und führt dazu, dass wir die Wettbewerbsbedingungen vor Ort massiv verschlechtern. Also eigentlich sollten wir ein gemeinsames europäisches Interesse haben, diese Importe sehr, sehr schnell und sehr massiv auszulösen. Aber realistischerweise haben wir einfach aktuell fiskalisch nicht die Spielräume, das aus laufenden Budgets zu machen und auch nicht mit Steuereinnahmen zu finanzieren. Also ich glaube, da wäre es eben sinnvoll, darüber nachzudenken. Meine Bedingung wäre, dass das wettbewerblich passiert auf beiden Seiten und dass die Förderkosten möglichst gering sein müssen. Aber ich würde denken, wenn man das täte, dann würde man im Vergleich zu dem kontrafaktischen Szenario, man tut es nicht, einen ziemlichen Zusatznutzen generieren. Und das ist die Logik. Die juristischen Probleme sind mir sehr bewusst. Natürlich muss man dann genauer darüber nachdenken, wie setzt man das um. Das wird natürlich Anpassungen, möglicherweise auch verfassungsrechtliche Anpassungen oder Zweidrittelmehrheiten zum Beispiel in Deutschland erforderlich machen. Aber Frau Grimm, vielen Dank erstmal für das ganz das wäre klare Statement. Die juristischen Diskussionen sind perfekt für unsere Kaffeepause, die jetzt ansteht. Ich sehe auch noch ganz viele Arme zucken. Also lassen Sie uns in der Kaffeepause unten weiter diskutieren. Wir sehen uns 16 Uhr hier wieder zum großen Abschlusspanel. Vielen Dank nochmal an die Panelists, Frau Professor Grimm und Herrn Professor Barth.